Als Sie getrennt wurden, wie war das so für Sie? Oh, eigentlich wie immer. Tschüssikowski und bye-bye. Sie hatten echt keine Sehnsucht? Nö, ich komm doch sowieso wieder. Echte Liebe hast loslassen können. Wellpappe kommt öfter zurück, als man denkt. Perfekt für die Kreislaufwirtschaft, weil sie mehr als 20 Mal recycelt werden kann. Mehr Infos unter echt-wellpappe.de. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Tempolimit. Wenn wir auf der Autobahn sagen, wir dürfen nur 100 fahren, dann fahren viele Leute 120. Dann ist die Lösung aber nicht, das Tempolimit auf 120 zu heben, dann fahren alle 140. Man muss bei dem Limit bleiben, 1,5 Grad, selbst wenn wir Schwierigkeiten dahin zu kommen, weil es immer noch ein sehr, sehr sinnvolles Ziel ist. Der Klimawissenschaftler Niklas Höhne sagt es. In dieser Gradmesserfolge erfahren wir von ihm, ob wir die Klimaziele von Paris noch schaffen können. Warum der Gipfel der CO2-Emissionen erreicht sein könnte und, als kleiner Bonus, ob in den USA trotz Trump die Emissionen vielleicht sogar sinken. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels und ich bin Ruth Ziesinger. Wir leben auch klimamäßig gerade in einem außergewöhnlichen Jahr. Wir erleben bisher nicht dagewesene Wetterextreme und 2024 wird mit sehr großer Sicherheit das erste Jahr sein, in dem die Durchschnittstemperatur global durchgehend 1,5 Grad höher gelegen haben wird, bisschen kompliziert, als im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Ich sag's nochmal kurz, wir werden also in diesem Jahr zum ersten Mal die 1,5 Grad Grenze des Pariser Klimaabkommens durchgehend brechen. Berechnet hat das Europas Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und ich finde, diese Nachricht verdient durchaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das Pariser Klimaabkommen selbst gibt es ja schließlich auch erst seit 9 Jahren und darin hatten sich die Staaten der Welt eben darauf verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter 2, am besten aber eben auf 1,5 Grad zu begrenzen. Was ist das jetzt also schon wieder mit der 1,5 Grad Grenze? Erwärmt sich die Erde noch schneller als gedacht? Brauchen wir andere Ziele? Ich weiß, das sind sehr grundsätzliche Fragen und deshalb finde ich es besonders schön, darüber mit Niklas Höhne sprechen zu können. Niklas Höhne ist unter anderem Direktor des Kölner New Climate Institute und er verfolgt die großen Entwicklungen in Klimawissenschaft und Politik. Er ist außerdem einer der Autoren des Climate Action Tracker, wo unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prüfen, ob die Klimapolitik der jeweiligen Staaten mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vereinbar ist. Herr Höhne, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, hallo aus Baku. Herr Höhne, Sie sind, Sie haben es gerade gesagt, auf der Klimakonferenz in Baku, das hört man wahrscheinlich auch ein bisschen. Jetzt sitzen Sie trotzdem hoffentlich einigermaßen ungestört in einem ruhigen Raum, damit wir einen Videocall miteinander führen können. Und generell verfolgen Sie jetzt aber gerade in Aserbaidschan die, ich fürchte, recht mühsamen Verhandlungen. Wie ist denn Ihre Stimmung gerade? Sind Sie latent resignierend oder verhalten optimistisch oder sind Sie vielleicht auch einfach mal sauer? Na, sauer bin ich noch nicht, aber es ist ja doch recht trubelig, wie das immer so ist auf einer großen Konferenz. Ich habe mich hier in eine etwas ruhigere Ecke zurückgezogen. Die Sache ist die, dass die Konferenz ist immer 2 Wochen lang und ist ja eine komplizierte Geschichte. Es sind da fast 200 Staaten zusammen, die müssen sich einigen auf jeden Punkt und auf jedes Komma. Also es ist relativ einfach, hier zu blockieren und das machen eben auch einige Staaten. Und deswegen ist es eigentlich für mich immer noch verwunderlich, dass dieser Prozess funktioniert, dass man überhaupt Entscheidungen zustande kommt. Denn ja, wenn man sich mit fast 200 Staaten einigen muss, das ist einfach extrem kompliziert. Und ja, ich bin frustriert, weil es einfach viel, viel, viel zu langsam vorangeht. Auch diese Konferenz hat so in der Mitte dieser 2 Wochen immer so ein kleines Tal, wo man nicht mehr weiß, schaffen wir das noch bis zum Ende der Konferenz. Aber meistens klappt es dann doch noch. Insofern bin ich noch hoffnungsvoll, dass wir hier irgendwie noch eine Einigung hinbekommen. Mhm. Aber langfristig ist das zu wenig. Der Prozess geht voran, aber schafft es eben nicht, alleine die Emissionen so rumzureißen oder die Aktivität rumzureißen, dass wir zu sicherem Klimawandel kommen. Es ist gerade schon rausgeklungen, Sie kennen diesen Prozess der Klimaverhandlungen richtig gut. Sie haben ja auch Ende der 90er Jahre, glaube ich, auch selbst für das Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention gearbeitet.
auch schon lange bevor dann eben 2015 dieses Klimaabkommen in Paris beschlossen wurde. Was ist denn aus Ihrer Sicht so besonders daran an diesem Abkommen? Vielleicht auch in dem Zusammenhang, dass Sie gerade gesagt haben, irre, dass überhaupt was passiert und zustande kommt bei so Konferenzen. Ja, ich bin in der Tat schon lange dabei. Meine erste Konferenz war 95, die COP1 in Berlin. Und seitdem bin ich irgendwie an diesem Prozess hängen geblieben, weil er für mich faszinierend ist. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass es überhaupt geht, mit fast 200 Staaten sich zu einigen. Und eben lange Zeit war das Problem zu sagen, ja, wie kriegen wir das denn hin? Es ist klar, man möchte den Klimawandel auf ein nicht gefährliches Maß begrenzen. Und es ist auch klar, dass die Industrieländer eigentlich einen ersten Schritt machen müssen. Aber wie das genau aussieht, das konnte man sich lange nicht einigen. Und deswegen war das eben in Paris 2015 so wichtig, dass man sich eben auf dieses Pariser Klimaschutzabkommen geeinigt hat, wo man dann zum ersten Mal gesagt hat, dass wirklich alle Länder sich Gedanken machen müssen, wie sie aus Kohle, Öl und Gas aussteigen können. Und das war für mich das wirklich Neue an diesem Abkommen, dass man gesagt hat, ja, wir müssen auf null Treibhausgasemissionen und das gilt wirklich für alle. Und die Frage ist jetzt nur noch, wann und wie schnell, aber nicht mehr ob. Ja, aber es gibt ja eben auch als Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu halten und eben am besten auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das können wir ja mit diesem Jahr vergessen, oder? Ja, das wird in der Tat sehr, sehr schwierig. Also in dem internationalen Prozess hat man sich 92 darauf geeinigt, dass man gefährlichen Klimawandel vermeiden will. Und das gefährlich hatte man nie wirklich definiert. Dann hatte man 2009, 2010 gesagt, okay, wir müssten den Klimawandel auf 2 Grad begrenzen, also den Temperaturanstieg auf 2 Grad. Und man hat dann aber gemerkt, oh, je mehr wir über das Klima wissen, umso gefährlicher wird das. Also die Auswirkungen sind stärker als gedacht. Es kann langfristig auch dazu führen, dass wir Kipppunkte erreichen im Klimasystem und dass es also sehr viel schneller gefährlich wird. Und deswegen hat man sich in Paris geeinigt, es weit unter 2 Grad eben, wenn möglich, bei 1,5 Grad zu halten. Und das fällt eben nicht vom Himmel, diese 1,5 Grad, sondern die sind eben basierend auf den Schäden, die wir sehen, die dann entstehen, wenn wir diese Schwelle überschreiten. Und was jetzt passiert ist, ja, die globale Temperatur, die geht immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber der Trend ist nach oben. Der langfristige Trend ist derzeit bei 1,3 Grad. Und kurzfristig sehen wir aber gerade eben nochmal höhere Temperaturen. Das gesamte Jahr 2024 war das erste Jahr, wo es eben gesamt über 1,5 Grad war. Und ja, das Jahr hat uns gezeigt, was das bedeutet. Also wir haben extreme Hitzeereignisse gehabt, Hitze, die wir noch nie vorher gesehen haben, mit über 50 Grad in einigen Regionen. Das kann man nicht lange aushalten ohne Klimaanlage. Wir haben auch gesehen, dass es dann eben zu enormen Feuern kommt, die man schon fast nicht mehr löschen kann. Wir haben gesehen, dass bei diesen hohen Temperaturen natürlich auch die Ozeane warm sind und dass deswegen sehr viel Wasser verdunstet und das muss auch irgendwie wieder runterkommen. Also das Extremregenereignis haben wir gesehen mit enormen Regenmengen, wo eben der Regen, der normalerweise in einem ganzen Jahr fällt, an einem Tag runtergekommen ist und eben Stürme und Hurricanes von einer Stärke, wie wir sie vorher noch nie gesehen haben. Und eine wirklich besorgniserregende Sache ist, das wird nicht weggehen. Ja? Also selbst im günstigsten Szenario wird die Temperatur noch weiter steigen, denn erst wenn wir aufhören, Treibhausgasemissionen zu emittieren, dann steigt die Temperatur nicht mehr und dann steigt die Wahrscheinlichkeit für solche Extremwetterereignisse nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, eben komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, denn erst dann hört die Temperatur auf zu steigen. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen konkreter machen. Warum steigt die Temperatur immer weiter, solange wir CO2 emittieren? Also CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre und das bedeutet, solange wir CO2 emittieren, haben wir immer höhere CO2-Konzentrationen und damit immer mehr Erwärmungswirkung und deshalb steigt die globale Temperatur. Mhm. Und erst wenn wir aufhören, CO2 zu emittieren, dann stabilisieren sich mehr oder weniger die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre. Und dann stabilisiert sich auch die Temperatur und ganz langfristig geht sie dann langsam wieder zurück. Aber das Problem ist, dass wir derzeit jedes Jahr immer noch mehr Treibhausgase emittieren weltweit. Also wir beschleunigen den Temperaturanstieg, wo wir ihn doch eigentlich stoppen wollen. Ja, ich glaube, dieses Jahr war es sogar ein Rekordhoch, noch nie da gewesen, 37,4 Milliarden Tonnen CO2. Wenn Sie sich beim Climate Action Tracker dann die aktuellen Emissionen und die tatsächliche Klimapolitik anschauen, die die Staaten betreiben, welche Temperaturentwicklung erwartet uns da aktuell?
Wir machen das ja schon lange und schauen uns eben an, zu welcher Temperatur kommen wir bei Ende des Jahrhunderts, wenn die Länder das machen, was sie eben vorschlagen. Und eben mit der aktuellen Politik haben wir vor 9 Jahren, also zum Zeitpunkt des Pariser Klimaschutzabkommens, noch gesagt, wir landen ungefähr bei 3,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Und da kann man sich schnell vorstellen, das ist wirklich katastrophaler Klimawandel. Das wäre mehr als doppelt so viel Temperaturerhöhung, als wir jetzt schon gesehen haben. Also das ist quasi nicht aushaltbar. Aber das war eben vor 9 Jahren. Heute sind wir nicht mehr bei 3,5 Grad, sondern wir sind bei 2,7 Grad. Fast 1 Grad besser in nur 9 Jahren. Und das liegt daran, dass wir jetzt denken, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich schnell vorangehen und dass die Emissionen eben nicht mehr steigen, sondern stabilisiert sind mit allen Maßnahmen, die die Länder derzeit umgesetzt haben. Also es ist deutlich besser. 2,7 ist auch immer noch katastrophaler Klimawandel, aber es ist eben deutlich besser als noch vor 9 Jahren. Das ist notiert, es ist besser. Trotzdem, es ist nicht 1,5. Warum sprechen Sie denn trotzdem nach wie vor davon, dass das 1,5-Grad-Ziel theoretisch noch einzuhalten ist? Wir haben ja das Pariser Klimaschutzabkommen und unter diesem Abkommen müssen Länder Vorschläge machen, wie sehr sie Emissionen reduzieren wollen. Und das haben sie eben gemacht für 2030. Aber auch viele Länder haben sich Klimaneutralitätsziele gesetzt. Also sie wollen auf null Emissionen kommen bis Mitte des Jahrhunderts. Deutschland möchte ja klimaneutral werden bis 2045. USA bis 2050, China bis 2060 und auch Indien bis 2070. Und wenn man die alle zusammenzählt im optimistischen Szenario, dann kommen wir zu 1,9 Grad. Also nochmal ein ganzes Grad besser als die aktuelle Politik. Und das bedeutet für mich, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eben mit diesem Ziel Netto Null zu erreichen, hat tatsächlich eine Bewegung in Gang gesetzt. Und deswegen sind wir da auf dem richtigen Weg. Und warum noch 1,5 Grad? Weil eben ab 1,5 Grad die Schäden, die wir sehen, nochmal extrem höher werden. Und die Wahrscheinlichkeit auch für solche Kipppunkte, die wir nicht wieder zurückdrehen können, extrem steigt. Jetzt wird es sehr eng mit 1,5 Grad und vielleicht schaffen wir es nicht mehr. Aber das wäre für mich kein Grund, dieses Ziel aufzugeben. Es ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Tempolimit. Wenn wir auf der Autobahn sagen, wir dürfen nur 100 fahren, dann fahren viele Leute 120. Dann ist die Lösung aber nicht, das Tempolimit auf 120 zu heben, dann fahren alle 140. Also man muss bei dem Limit bleiben, 1,5 Grad, selbst wenn wir Schwierigkeiten dahin zu kommen, weil es immer noch ein sehr, sehr sinnvolles Ziel ist. Mach ihn! Mach ihn! Und er macht ihn! Das ist doch Wahnsinn! Da ist gekommen dieser eine Moment! Du bist so peinlich, Papa. Kannst du die Wellpappe nicht einfach in die Tonne hauen? Kann Papa schon, aber Wellpappe ist mehr als 20 Mal recycelbar und perfekt für die Kreislaufwirtschaft. Das muss gefeiert werden. Mehr Infos unter echt-wellpappe.de. Statt von so Temperaturobergrenzen zu sprechen, die dann aber eben irgendwann gerissen werden und man dann vielleicht auch nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht, wäre es dann nicht vielleicht hilfreicher, sich einfach tatsächlich auf das Ziel Null Emissionen zu einigen und zu sagen, da müssen wir einfach hin? Ja, man hat sich im Pariser Klimaschutzabkommen auf beides geeinigt, ne? Also den Klimawandel weit unter 2 Grad in Richtung 1,5 zu halten und Null Emissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu erreichen. Für mich ist sowieso die Formulierung von Null Emissionen viel besser, weil da kann jeder was mit anfangen. Ja? Also ich steige aus Kohle, Öl und Gas, ich habe gar keine Treibhausgasemissionen mehr. Da weiß jeder, was damit gemeint ist. Und die Frage ist nur noch, wann das passiert. Und dafür ist eben das 1,5-Grad-Ziel wichtig. Denn je früher wir das schaffen, umso niedriger die Temperaturerhöhung für 1,5 Grad, müssen eben CO2-Emissionen null sein bis Mitte des Jahrhunderts. Und mit allen anderen Treibhausgasen zusammen, also Methan und N2O, dann Mitte der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Aber ich glaube auch, das Ziel auf Null zu gehen, das verfängt. Das ist relativ einfach. Und das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt über Null sprechen. Also wir sprechen vom Kohleausstieg, wir sprechen vom Ende des Verbrennungsmotors, wir sprechen von CO2-freiem Stahl, wir sprechen sogar von CO2-freiem Fliegen und CO2-freien Schiffen. Also diese Idee von Null, die kommt eben aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und die ist sehr erfolgreich, würde ich sagen, weil sie sich jetzt überall in der Klimapolitik durchsetzt. Trotzdem, alle sprechen von Null, sagen Sie. Bei der Weltklimakonferenz von vor einem Jahr, da haben die Staaten ins Abschlussdokument geschrieben, dass sie den Übergang weg von den fossilen Energien wollen. Und dann sind sie losgezogen und die Menschen haben dann in diesem Jahr so viel Öl, Kohle und Gas verbrannt wie noch nie. Wie geht das denn zusammen?
Ja, wir sehen leider zwei gegenläufige Trends. Auf der einen Seite boomen die fossilen Energien. Das liegt auch an der Energiekrise, die eben durch die russische Invasion in der Ukraine hervorgerufen worden ist. Es werden neue Infrastruktur gebaut, neue Pipelines, weil es sich halt kurzfristig rechnet. Auf der anderen Seite sehen wir aber den positiven Trend, dass die erneuerbaren Energien boomen wie nie zuvor. Die überraschen uns jedes Jahr wieder, dass sie schneller ausgebaut werden. Also in Solarenergie wurde dieses Jahr 30% mehr ausgebaut als noch im Jahr vorher. Und auch die Batterien boomen. Da wurden 50% mehr Batterien installiert für den Stromsektor als im Jahr vorher. Also das wächst exponentiell. Aber derzeit gleichen sich eben der schlechte und der gute Trend aus, sodass wir weiterhin mehr Emissionen haben als vorher. Die positive Nachricht aber daraus ist, dass wir jetzt sicher sind, dass wir ab jetzt schneller Emissionen reduzieren können, weil die Erneuerbaren ebenso exponentiell wachsen. Irgendwann wird es dazu kommen, dass wir Überkapazitäten haben, also zu viel fossile Infrastruktur oder zu viel Erneuerbare. Und in dieser Situation werden die Erneuerbaren immer gewinnen, weil Wind und Sonne kommt umsonst und Öl und Gas muss man immer erst noch aus dem Boden holen und das kostet. Und deshalb werden sich die Erneuerbaren langfristig durchsetzen und die fossilen Energien aus dem Markt drängen. Wann das kommt, das hängt eben sehr von der Geschwindigkeit ab. Aber dass das kommt, das ist jetzt schon sehr klar. Sie haben ja jetzt sehr stark betont, wie wichtig die Erneuerbaren sind. Trotzdem, wenn die eigentlich heute schon so günstig sind, warum bauen dann zum Beispiel China und Indien, die ja da sehr ideologiefrei rangehen, warum bauen die denn dann neben den Erneuerbaren zum Beispiel auch weiter massiv neue Kohlekraftwerke? Ja, das liegt ein bisschen daran, dass wir als Gesellschaft immer das tun, was wir immer gemacht haben. Ja, also wenn man ein Energieproblem hat, dann denkt man, okay, dann müssen wir jetzt große Kraftwerke hinbauen. Und das passiert in China auch. Da werden eben Kohlekraftwerke weiter ausgebaut. Aber die jetzt existierenden Kohlekraftwerke laufen schon nicht auf voller Kapazität. Also auch in China läuft man in eine Situation, wo es zur Überkapazität kommen wird. Diese Kraftwerke werden dann vielleicht nicht unbedingt aus ökonomischen Gesichtspunkten gebaut, sondern aus anderen Gründen. Also China ist das Land, das am meisten die erneuerbaren Energien ausbaut. Die boomen enorm in China. Und auch dieser Boom ist nicht aufzuhalten. Auch in China wird es dann eben zur Überkapazität kommen. Gibt es denn aktuell irgendeinen Staat, in dem die Emissionen gerade tatsächlich so sinken, dass Sie sagen würden, ja, der ist auf dem 1,5-Grad-Kurs? Nicht 100%. Also das ist ja so, dass wir für 1,5 Grad extrem schnell Emissionen reduzieren müssen. Da müssten wir eigentlich global die Emissionen halbieren bis zum Jahr 2030. Haben wir 6 Jahre noch und da müssten die globalen Emissionen halb so hoch sein. Das wird also sehr, sehr, sehr schwierig. Wir sehen Länder, die reduzieren die Emissionen sehr schnell. Das ist jetzt Großbritannien zum Beispiel, aber auch die EU. Das geht in die richtige Richtung. Aber Großbritannien und die EU haben halt sehr früh angefangen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und deswegen müssen die eigentlich noch mal schneller als der globale Durchschnitt reduzieren. Das tun sie derzeit nicht. Aber immerhin sind sie schon mal so schnell, wie wir es global hinbekommen müssten. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, naja, die Emissionen gehen halt runter, weil die Wirtschaftsleistung runtergeht. Also will sagen, Klimaschutz und prosperierende Wirtschaft, das wird eben ganz oft immer noch als Gegensatz dargestellt. Und wenn Sie jetzt auf die Emissionen der Staaten gucken, sehen Sie da auch einen ähnlichen Zusammenhang? Das hat sich inzwischen komplett entkoppelt. Also Wirtschaftswachstum kann man auch erreichen bei sinkenden Emissionen. Quasi bei allen großen Industrienationen sinken die Emissionen derzeit und die Wirtschaft wächst weiter. Jetzt aus verschiedenen Gründen ein bisschen langsamer, aber das hat, glaube ich, nichts mit der Energiewende zu tun, sondern eher mit der Gesamtwirtschaftslage. Aber das hat sich eben klar gezeigt, man kann die Wirtschaft vergrößern und gleichzeitig Treibhausgasemissionen senken. Das war lange, war das immer so das Argument, das geht gar nicht, aber das geht jetzt insbesondere. Und das gilt nicht nur für Industrieländer, das gilt auch für die Länder des globalen Südens. Denn dort wird ja viel neue Infrastruktur gebaut, also für die Elektrifizierung, für neue Kraftwerke, für die Mobilität. Und all das geht eben CO2-frei, also erneuerbare Energien oder Elektromobilität mit der Bahn oder mit Elektroautos. Das ist alles möglich ohne CO2-Emissionen. Und das bedeutet, man kann eben jetzt eine nachhaltige Entwicklung hinbekommen, in der die Wirtschaft wächst, in einer nachhaltigen Art und Weise und die Treibhausgasemissionen runtergehen. Das ist
gerade auch die Debatte, die auf der COP so heftig geführt wird, wie eben auch diese CO2-freie Entwicklung in den sich entwickelnden Ländern unterstützt werden kann. Genau, also die Industrieländer haben eine gewisse Verantwortung. Also es reicht nicht, dass wir im globalen Norden die Emissionen so schnell wie irgend möglich reduzieren, sondern wir müssen auch gleichzeitig den Ländern im globalen Süden helfen, diese Transformation hinzubekommen. Darum geht es auch hier bei der Konferenz in Baku, bei der COP, nämlich wie und in welcher Form und wie viel Geld bereitgestellt wird, um den Ländern des globalen Südens eben diese Transformation zu ermöglichen. Und wenn jetzt tatsächlich Donald Trump als US-Präsident wieder voll auf fossile Energie setzt, noch mehr Gas und Öl fördern will und auch generell den Eindruck vermittelt, dass erneuerbare Energien Humbug und Quatsch sind, was heißt das dann für unser globales CO2-Budget? Ist das dann noch schneller weg? Ja, also erstmal ist es keine gute Nachricht, dass Trump Präsident wird. Er ist ein Klimaleugner, er will die Fossilen fördern. Aber auch Trump kann sich nicht gegen den Markt stellen. Auch in den USA sind die erneuerbaren Energien extrem günstig und das neue Normal. Und auch in den USA gibt es mindestens die Hälfte der Bundesstaaten, die ambitionierte Klimapolitik machen. Sehr viele Städte wollen ambitionierte Klimapolitik machen und auch Unternehmen. Also er kann das Rad nicht ganz zurückdrehen. Wenn er ein paar politische Maßnahmen in den USA zurückdreht, dann werden auch in den USA weiterhin die Emissionen fallen. Und wir hatten das mal ausgerechnet, wenn man das tatsächlich auf die USA beschränkt, dann steigt unsere Temperaturschätzung um weniger als ein Zehntel Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Die größere Gefahr ist, dass Trump Nachahmer findet im internationalen Prozess, also dass die anderen Länder dann sagen, oh, ja, da müssen wir vielleicht gar nicht so viel machen, ist vielleicht gar nicht so dringend. Da zeigt sich hier aber bei den internationalen Verhandlungen noch nicht diese Wendung. Also bisher ist noch alles stabil. Wir haben Argentinien gesehen, die aussteigen wollen vielleicht. Aber gut, Argentinien ist, glaube ich, von der politischen Situation ein ganz besonderes Land, aber alle anderen Länder sind bisher noch klar dabei und wollen Klimaschutz vorantreiben. Also da ist bisher die USA und vielleicht Argentinien eben seriös isoliert. Mhm. Woher nehmen Sie denn die Annahme, dass die Dinge sich tatsächlich weniger trüb entwickeln, als sich das gerade so abzeichnet? Ja, wenn man in die Vergangenheit guckt, dann muss man in der Tat frustriert sein, weil die Emissionen halt immer weiter steigen, obwohl wir wissen, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir tun müssen. Aber wenn man in die Zukunft guckt, dann sieht man schon, dass wir als Gesellschaft gewisse Veränderungen vorangetrieben haben und da auch wirklich Erfolge verzeichnen können. Für mich ist das eben hauptsächlich die erneuerbaren Energien, die so extrem günstig geworden sind, dass wir annehmen, dass wir ab jetzt sehr schnell Emissionen reduzieren können. Dass die erneuerbaren Energien jetzt so günstig geworden sind, das ist eben nicht von alleine gekommen, sondern das haben wir unterstützt mit politischen Maßnahmen. Und das zeigt für mich, dass wir als Gesellschaft eben etwas tun können. Wenn wir es wirklich wollen, dann können wir eine große Veränderung hervorrufen. Und die Frage ist halt, schaffen wir das schnell genug? Aber die Frage ist nicht, ob wir das können oder nicht, denn wir können das. Andere Hoffnung nehme ich noch aus dem Beispiel der vergangenen Krisen. Also, dass wenn wir uns wirklich bedroht fühlen, wie zum Beispiel in der Corona-Krise oder in der Energiekrise, dass wir auf einmal Dinge tun können, die vorher unmöglich schienen. Also wenn etwas heute unmöglich ist, dann muss es nicht langfristig unmöglich sein. Denn zum Beispiel in der Corona-Krise konnten wir von heute auf morgen von zu Hause arbeiten. Das war vorher unmöglich und da konnten wir das. Oder in der Energiekrise mit der Auseinandersetzung von Russland und Ukraine konnten wir von heute auf morgen Sondervermögen aufnehmen und enorme Geldmengen aufnehmen, um die hohen Energiekosten auszugleichen. Also wir können Dinge tun, die unmöglich erscheinen, wenn wir es denn wirklich wollen. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir auch beim Klima die Kurve bekommen und ja, tatsächlich die Dinge tun, von denen wir heute noch denken, dass sie unmöglich sind. In der Corona-Krise und Energiekrise, da haben wir uns wirklich akut bedroht gefühlt. Und in der Klimakrise haben wir immer das Gefühl, naja, jetzt gerade geht es mir doch eigentlich noch ganz gut. Ich finde es ja vielleicht sogar ganz angenehm, dass es jetzt gerade noch warm ist und ich draußen im Café sitzen kann. Und wir sehen eben nicht die Leute, denen es jetzt schon ganz schlecht geht und verdrängen eben ganz schnell Unglücke, die dann vielleicht auch bei uns näher um die Ecke passieren, wenn es uns nicht direkt selbst betroffen hat. Genau, das mit der Bedrohung, das ist so eine Sache. Also aus meiner Sicht war dieses Jahr, das wir gesehen haben, sehr bedrohlich. Ne? Also mit den Hurricanes in den USA, mit den Überschwemmungen zuletzt in Valencia, aber auch in Österreich, aber auch in Deutschland hatten wir mehrere Hochwasser-Events gehabt, wo Menschen direkt bedroht waren und ihr gesamtes Hab und Gut und im schlimmsten Fall sogar ihr Leben verloren haben.
Und für mich ist das eine klare Bedrohung. Diese Bedrohung ist noch nicht in der gesamten Gesellschaft angekommen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht lange dauern wird, bis das passiert. Und wenn das eben tatsächlich als Bedrohung empfunden wird, dass wir dann sehr, sehr schnell umsteuern können. Und dass wir umsteuern können, haben wir eben gezeigt. Und das wird hoffentlich dann relativ bald passieren, auch im Thema Klimaschutz. Herr Höhne, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Niklas Höhne war das, direkt von der Weltklimakonferenz in Baku. Ich hoffe, die Tonqualität war für euch auch in Ordnung. In der vergangenen Folge hatte ich euch ja gefragt, zu was für einem Thema ihr mehr hören wollt. Zur 1,5-Grad-Grenze oder zu den Klimaplänen der Union? Bitte sehr, die 1,5-Grad-Grenze, die habt ihr jetzt bekommen. Weil eure Rückmeldungen aber ziemlich 50-50 waren, schaue ich mir deshalb am 6. Dezember an, wie eigentlich Friedrich Merz und Markus Söder das Klima schützen wollen und wie Klimapolitik vielleicht sogar ein konservatives Gewinnerthema werden könnte. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Und bis dahin würde ich gerne von euch wissen, welche neue Koalition ihr euch fürs Klima eigentlich wünschen würdet. Auf Spotify gibt's eine Umfrage. Macht mit! Und auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hört gerne auch Eine Runde Berlin, den Interview-Podcast vom Tagesspiegel. Ich bin Ann-Kathrin Hipp und ich fahre jeden Monat mit Gästen wie Sven Regener, Caroline Herfurth oder Kurt Krömer mit der Ringbahn. Zwischen Betriebsstörungen und Kontrolleuren spreche ich mit ihnen über alles, was sie und Berlin gerade bewegt. Steigt gerne ein, Eine Runde Berlin, jetzt auf allen Plattformen oder unter tagesspiegel.de/podcasts.